Liebe Freunde von Leanders Lieblingen, ich habe jetzt noch einen Film zum Thema Weihnachten und zwar Weihnachtsgeschichtensammlungen. Und da ist also auf jeden Fall die dickste und ausführlichste und wichtigste Sammlung, die ich kenne, unter dem Titel Frohe Weihnachten, das große Nord-Süd-Weihnachtsbuch erschienen. Und das ist wirklich richtig ganz normal lieferbar und wird es hoffentlich auch immer bleiben, denn da ist wirklich von Nikolaus oder von Martin und Nikolaus alles schon drin bis hin zur heiligen Geschichte. Und hier ist tatsächlich auch eine Ausgabe mit dabei, die der Original-Lukas-Text ist, wer den sucht. Ja, und dann gibt es außerdem als Neuerscheinung, und das hat mich schon sehr verzückt, darin zu lesen, und ich lese auch immer noch weiter darin, jetzt in dieser Weihnachtszeit, nämlich diese tierisch schöne Weihnachtszeit aus dem Oettinger Verlag. Und da sind von allen möglichen wichtigen Autorinnen und Autoren die Lieblingsgeschichten zum Thema, wie Tiere Weihnachten erleben oder was wir mit den Tieren an Weihnachten erleben. Ja, und dann gibt es natürlich die gesammelten Wichtel. Bücher. Denn die Wichtel, Weihnachtswichtel, sind ja im Norden ganz wichtig und da gibt es erstens den Wichtelschabernack im Wau Verlag, der frechste Weihnachtswichtel aller Zeiten heißt es, aber frech ist er eigentlich gar nicht. Jedenfalls nicht, wenn er dann an Weihnachten unter den Christbaum eingeladen wird. Da steht er ganz schüchtern mit seiner Mütze. Ja, ganz liebenswürdig ist der. Und ebenso von Ulf Stark und Eva Eriksson, auch im Oettinger Verlag, die Wichtelweihnacht im Winterwald. Und da ist... Das ist einfach auch ein wunderschönes Vorlesebuch für die ganze Zeit. Und übrigens an dieser Stelle, gerade die kleineren Kinder, für die ist alles, was mit Weihnachten zusammenhängt, vor allem nach Weihnachten interessant, weil das mit der Vorstellung ja noch nicht so ganz klappt und sie deshalb in der Erinnerung an das herrliche Fest und des sich willkommen heißens. Jeder, der lesen kann, sieht hier dieses Schild. Willkommen seid ihr alle. Und wenn es nur einer ist oder eine, Hauptsache willkommen. Ja, und dann gibt es noch einen Sammelband bei Thienemann und da sieht man schon oben das Band, da sind sie aufgezählt, die Autoren, deren schönste Weihnachtsgeschichten hier versammelt sind. Also Michael Ende und Ottfried Preußler und Oliver Scherz und wie sie alle heißen. In diesem Sinne, schöne Weihnachten und die Zeit danach.